Morgens 10:30 im Occupy-Camp auf dem Martin-Luther-Platz. Im Hauptzelt werden die letzten Vorbereitungen für die Protesttage getroffen. Mit kurzen, prägnanten Forderungen sollen möglichst viele Leute für den Protest mobilisiert werden. Ein konkretes Programm steht bereits. Wir machen heute Abend eine Nachttanzdemo ab 20 Uhr, Donnerstag ab 12 Uhr Take the Squares, das heißt also den Burgplatz besetzen, wenn genügend Aktivisten da sind, vielleicht auch noch andere Plätze. Dann werden Nachmittagsaktionen in der Innenstadt stattfinden oder auch an den Rheinwiesen. Freitags ab 7 Uhr das System stilllegen, da werden wir zwei Kundgebungen haben, einmal vor Monsanto und einmal vor der WestLB. Den Abschluss bildet dann eine große Demo am Samstag. Hinter den Aktionstagen steht eine bestimmte Absicht. In erster Linie geht es immer darum, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, sich anders zu verhalten, dass es Möglichkeiten gibt, auch im System trotzdem das System zu boykottieren und die Leute dazu bringen, nachzudenken. Auch die Anhänger der Occupy-Bewegung denken nach. Vor allem darüber, wie sie mehr Unterstützer aktivieren können. Die jetzige Demokratie ist den Protestlern ein Dorn im Auge. Verbesserungsvorschläge für die Politik sind allerdings noch nicht formuliert. Wir können keine konkreten Forderungen formulieren, einfach auch, weil wir noch viel zu wenig Leute sind. Wenn wir jetzt hingehen und Forderungen oder Lösungsmöglichkeiten vorformulieren und den Leuten sagen, ihr müsst dann noch unterschreiben, sind wir nicht besser als die, die jetzt an der Spitze sind. Wir möchten in erster Linie erstmal, dass die Bewegung überhaupt viel größer wird und sich viel mehr Leute beteiligen, weil nur wenn viele Leute beteiligt sind, dann entsteht auch eine echte Demokratie. Wie viele Menschen an dieser Form der Demokratie interessiert sind, wird auch die Beteiligung an den Aktionstagen zeigen.